Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play My Time at Posha. Es ist Inspektionszeit. Wir gucken uns jetzt mal diverse Gegenstände an. Was ist das denn? Ein Ring. Ein Dingsi-Ring. Wie heißt das nochmal? Dieser komische Ring da in vorm Absaufen retten soll. Rettungsring, genau, das war's. Ach ja, das ist jetzt auch schwerer geworden. Ich muss ja jetzt 4 Unterschiede finden. Finde ich eigentlich ganz cool. So 3D-Unterschied-Suchspiel ist schon was. Fies ist es halt nur, wenn dann irgendwelche ganz leichten Farbakzente anders sind. Ich habe da ja hier und da auch mal meine Probleme, überhaupt irgendwas zu finden. Ja, hier sieht man es. Hier ist einiges anders. Gucken wir mal. Ja, das ist auch anders. Manchmal glaube ich auch, dass ich so ganz offensichtliche Sachen einfach nicht sehe. Hier, das ist auch anders. Komm, noch eine Sache, das schaffen wir. Hoffe ich. Vielleicht hier unten irgendwas. Ah, da. Das sieht auch ein bisschen anders aus. Nee, hä? Aber hier ist es ein bisschen anders. Ah. Okay. So, weiter geht's. Das sieht nicht gut aus. Ah, hier springt einen ganz schön ins Auge alles. So, eine Sache brauchen wir noch. Oh, das war ja einfach. Okay, und hier das letzte. Na, das hier ist aber eine ganz schwere Sache. Ich glaube, hier, das schaffen wir nicht. Das behaupte ich jetzt einfach mal. Ich freue mich schon, wenn ich es dann doch schaffen sollte. Das ist aber ein sehr komplexes Objekt. Bei dem es sehr viele Unterschiede geben kann. Okay, ich sehe, dass es hier flackert. Ist das ein Unterschied? Gilt das? Ah, hier haben wir noch was. Ah, eine Sache ist es noch. Ah, das hätte ich eigentlich auch schon eher sehen können. Ah, wir haben es geschafft. Cool. Haben wir unsere Rufpunkte etwas aufpoliert. Ich gucke gerade nochmal. Ich schaffe es aber einfach nicht, auch meinen Vorsprung zu Higgins auszubauen. Ne? Da ist immer so knapp 2000 Punkte hinter mir. Das ist echt übel. Da muss ich mich echt dranhalten. Aber nun gut. Jetzt installieren wir noch ganz gechillt den Abluftventilator. Schauen wir mal. Ich überlege gerade, ich werde, denke ich mal, ja. Pferd, Bus, Pferd. Machen wir es so. So geht es am schnellsten. So, jetzt nehmen wir den Bus. Ich überlege gerade, ja, da hoch müssen wir. Alles klar. Nee. Vielleicht finde ich dann auch den einen oder anderen roten Pilz. Das wäre ja ganz wundervoll. Ich freue mich immer, dass ich roten Pilze finde, aber die Klingenfischpilzsuppe koche ich trotzdem derzeit nicht raus. Ich mache das immer dann, wenn ich wieder Bock habe. Und dann bin ich wieder zugemüllt mit Geschenken von mir. Ich hätte vielleicht auch generell darauf achten, wieder wer hier wann Geburtstag hat. Das ist wieder so eine Instanz, die ich total ignoriert habe in letzter Zeit. Was habe ich denn jetzt an Missionen? Eigentlich nur das hier, ne? Genau. Soziales. Kalender sollte ich vielleicht eher mal gucken. Oh, heute hat Dr. Xu Geburtstag. Ja, vielleicht schaffe ich es ja noch ihm, oh mein Gott. Vielleicht schaffe ich es ja noch ihm, nachher was zu schenken. Schauen wir mal, der Tag ist ja noch relativ jung, möchte ich schon fast behaupten, ne? Gucken wir dann einfach mal. Ja, Inspektion ist vorbei und morgen bekomme ich hoffentlich eine Belohnung. Und ganz wichtig sind natürlich auch die damit verbundenen Punkte, die ich bekomme. Aber bald wird er eher als wieder auf Null gesetzt. Ich glaube, im neuen Jahr müsste dann wieder alles auf Null sein. Und dann bin ich wieder mit Higgins gleich auf. Wird schon schwierig. Ich kann mir schon vorstellen, dass es ganz schön happisch wird dann. Jetzt ist es ja schon schwierig, überhaupt irgendwie einen Vorsprung beizubehalten gegen ihn. Na, schauen wir mal. So, hier irgendwo soll ich was platzieren? Hier? Hallo, Ten. Zack. Sieh mal einer an, wie das Ding weht. Zünd jetzt bloß kein Streichholz an. Ne, Schatz rein. So muss ich jetzt warten. Achso, ich soll jetzt quasi zu Ursula. Na guti, dann machen wir das. Vielleicht wäre es intelligent. Ich öffne mal ganz kurz nebenbei. Ich hoffe, man hört meinen Hund nicht. Er ist gerade voll am Ausrasten. Er versucht gerade wieder sein Futter zu verstecken und das ist 2 Uhr nachts. Okay. Was ist der Name? Dr. Xu, ne? Dr. Xu Porsche. Ja, dann möchte ich ja Porsche. Dann möchte ich ja mal gucken, was er gerne mag. Was ich ihm vielleicht heute schenken könnte, wenn ich ein paar mehr Punkte abstauben möchte. Okay. Dr. Xu, Physiolus. Herbal Mixture. Hier. Salt with Plate. Pint of Crown. Balance in a Bottle. Flower Scooper. Mag er ganz gern. Habe ich zufälligerweise eine dabei? Hier.
Eine Blumenschaufel. Vielleicht kann ich ihn damit ja irgendwie überzeugen, mich zu mögen. Wo ist mein Pferd? Da. Na gut, dann erstmal schnell Dr. Xu suchen und dann gehen wir zu Ursula. Schauen wir mal. Es wird darauf hinauslaufen, dass wir dann her müssen, denke ich. Mal gucken, was passiert. Ich versuche hier gar nicht zu sehr zu predikten, was kommt. Ich lasse es einfach auf mich zukommen. Das glaube ich generell ist eine Sache, die ich immer gerne mache. Auch bei Filmen oder so. Viele versuchen immer zu überlegen, wie alles am Ende zusammenführt und bababa. Ich lasse mich einfach berieseln und bin dann ganz überrascht, wenn dann so voll das eigentlich vorhersehbare Ende kommt. Ich glaube, damit fährt man mal am besten. So. Jetzt auch rüber ist schon ganz schön Weg. Ich hoffe, wir können auch hier irgendwann noch eine Haltestelle hinbauen. Dass wir hier einen kleinen Shortcut haben. Irgendwann mal eines Tages. So. Runter. So. Dann müsste hier drüben doch schon gleich die Haltestelle kommen, oder? Ich sehe es gerade gar nicht. Ach da, sie ist perfekt versteckt. Nee, doch nicht. Ach, ich bin ja doof. Ich dachte, ich bin voll an der Haltestelle vorbeigelaufen. Ich dachte irgendwie, dass mich der gelbe Pfeil zur Haltestelle bringt, aber das war ein offensichtlicher Irrtum. So, dann gehe ich jetzt einfach mal direkt in die Stadt rein und hoffe, dass irgendwo Dr. Xu auf mich wartet. Oder auch nicht. Einfach mal ein paar Freundschaftspunkte sammeln. Das mache ich viel zu selten. So, die Frage ist, wo hält sich der junge Mann denn auf? Ah, hier scheint wieder... Ach, hier ist doch bestimmt jetzt wieder... Was haben wir denn? Sonntag. Versammeln sich jetzt hier alle für ein Meeting. Ist ja natürlich ultra praktisch. Vielleicht kommt der Dr. Xu auch gleich vorbei. Stimmt's, Albert? Jo. Ah, Dr. Xu. Oh, Todi haben sie wieder freigelassen. Ist aber schön. Dr. Xu. Da ist Pauli, da ist Sam. Schon schön gruselig, dass ich die ganzen Namen hier kenne. Kann ich vielleicht auf der Karte so ranzoomen und gucken? Dr. Xu ist zu Hause, da ist schon mal niemand. Nee, ich kann die Punkte anscheinend nicht untersuchen. Oder? Ich kann da Wegpunkt setzen, aber das hilft mir jetzt gerade nicht. Na gut, ich stelle mich einfach mal vors Rathaus und hoffe, dass er kommt. Oh, was macht Petra da? Hi. Das Forschungszentrum kann mit der optischen Disk helfen. Die Ruine. Ja, okay. Mach einfach Petra. Tu einfach dein Ding. Sieht jetzt hier noch was? Haben wir gespielt? Das sind jetzt hier aber nicht, oder? Die Woche ist nicht viel passiert in unserer Stadt. Das ist alles in Ordnung. Okay, das war's. Gehen jetzt hier alle wieder auseinander? Das ist jetzt die große Versammlung? Eigentlich ist schon einiges passiert, oder? Ich meine ja noch. Vielleicht muss ich zu Dr. Xu zu Hause. Ah, da ist er. Hi. Ich untersuche alle Medizingegenstände. Kann ich dir diese Schaufel schenken? Ja, das geht sogar. Wow, das gab aber viele Punkte. Wow, du hast an meinen Geburtstag gedacht. Das ist wundervoll. Schaut mal an, was für ein guter Mensch ich einfach bin. Oh mein Gott, das ist jetzt Geburtstag. Kommt jetzt mal eine Weile nix, dann ist Merlin dran. Die mag uns ja eh schon ein bisschen. Das schaffen wir schon. So, dann auf zu Ursula. Da ist sie. Ich mag sie vom Design irgendwie sehr gerne. Du hast ihn aufgestellt? Danke. Wir werden ein paar Tage warten, damit das Gas verschwunden ist. Ich werde die Bescheid geben, sobald wir mit unserer nächsten Expedition beginnen. Ja, sag mal Mie Bescheid. Ach, geil. Und ordentlich Rufpunkte. Okay, 100 ist jetzt auch nicht ordentlich, aber besser als nichts. Cool. Gut, sind wir soweit jetzt hier durch. Hallo, Mint. Danke, dass du mir immer hilfst. Bitte, Mint. Ich kann ja mal gucken. Ich habe ja dieses lustige Aquarium auch. Ob da schon ein paar Fische jetzt mal gezüchtet wurden. Also, ich habe gesehen, dass da ein paar mehr drin sind, aber... Ich würde gerne wissen, wie gut das funktioniert. Ein paar sind drin. Die Frage ist, wie viel. Oh, sie wollen auch was zu essen haben, sehe ich gerade. Oh. Sie waren quasi... Ich werde jetzt wollen wieder Teig. Dann hole ich mal Teig. Öffnen. Was ist denn jetzt hier? Ich hoffe, ich habe welchen.
Hier wäre der dann, oder? Da. Teig. Ich kann ja mal ein bisschen mehr Teig machen. Ich glaube, da muss ich aber erstmal Mehl draus machen. War das hier dabei? Ich denke schon. Ja, Teig. Okay, Zucker. Dann machen wir einfach mal das Maximum. Nee, komm, wir machen... Das ist so doof. Ich will ja nicht gleich 99 oder so. Ich will ja, keine Ahnung, machen wir mal 300. Ja, so um den Dreh. Okay. Alles klar. Dann schmeißen wir aber erstmal den momentanen Teig da rein und gucken, was passiert. Da hinten leuchtet so schön. Seht ihr das? Sieht schon fast magisch aus. Krass. So. Okay, dann schmeiße ich den Teig mal hier rein. Füttern. Okay. Kann ich da auch Fische rausnehmen? Das wäre eigentlich ganz cool. Ich laufe auf dem Wasser. Ich bin gerade richtig krass drauf. Ha. Was muss ich da machen, um die Fische wieder nehmen zu können? Ich warte einfach. Ich lasse es einfach erstmal so. Gut, dann legen wir uns am besten erstmal schlafen. Scraps kommt auch schon heim. Perfekt. Okay. Gucken, wie lange in ein paar Tagen ist. Vielleicht haben wir ja Glück und morgen steht schon Ursula vor unserer Tür. Schauen wir einfach mal. Was soll schon passieren? Entschuldigung. I'm so sorry. So. Steh mal auf, Mädel. Ah, ja, okay. Zugangsberechtigung für Ruinen läuft ab. Damit kann ich leben. Schauen wir mal, was der neue Tag bringt. Ob uns Ursula gleich überfällt. Es war Sonntag, ne? Das heißt, es ist Montag. Das heißt, ich kann wieder einen Auftrag auch annehmen. Muss ich noch schneller als Higgins sein, mal wieder. Das ist für mein Ding. Ah, ist der Weizenfleisch sogar fertig? Das wäre toll. Ah, er ist bald fertig. Das ist auch gut. Okay, es scheint aber eine Quest zu geben. Da ist auf jeden Fall unten eine Pfeil. Ich gucke es mir gleich genauer an. Ich gehe noch ganz schnell mit Dünger hier drüber. So. Nehmen auch noch das hier alles mit. Schauen wir hier rein. Von der Handelsgilde eine Schleuder. Von der Schleuder Energiestern gleich drei Stück. Na, das ist aber schön. Freue ich mir. Okay, was haben wir schon jetzt hier für eine Quest? Was ist denn los? Kann ich auch hier bei Missionen einfach mal gucken? Nee. Was ist denn da? Ach, hier. Was ist da? Ich weiß es nicht. Man sieht es nicht. Petras Zuhause. Interessant. Ich guck's mir gleich mal genauer an. Ich gebe erstmal in die Handelsgilde. Ich will ja vor Higgins da sein. Kann ich schon rein? Nein. Aber jetzt. Perfekt. So. Ah. Okay. Was gibt's denn Schönes? Oh. Aha, oh, bringen viele. Nee, geht eigentlich. Wir brauchen hier einen Weidenkorb. Drei. Ledergürtel. Oh, da bringt ein bisschen Geld. Gefällt mir. Na komm, mach mal die Ledergürtel. Was soll's? Das ist okay. Zwei Ledergürtel. Kommt sofort. Ist jetzt nichts Besonderes. Hallo Higgins. Ich sag einfach nur Hallo. Ich sag aber Antoine kurz Hallo. Hi, was geht? So. Okay, dann suchen wir jetzt mal die eine Quest, die bei Petra am Zuhause ist vielleicht. Ich weiß es nicht. Wir gucken einfach mal, was da auf uns zukommt. So. Oh, ich dachte eigentlich schon, als aufgestiegen. So. Oh, wir laufen aber einige gerade hin. Bewegt sich der Kreis? Ja, es ist eine Person, die es betrifft. Ah! Hey! In letzter Zeit sind alle gesund. Die Arbeit in der Klinik ist recht entspannt. Ist der Handwerker nicht recht beschäftigt? Du hilfst uns jetzt seit einer ganzen Weile. Gibt es irgendwas, womit ich dir helfen kann? Willst du darüber quatschen, wie es auf der Arbeit läuft? Ich bin ganz Ohr. Holzfern ist hart, Bergbau ist hart. Bergbau ist hart. Nicht wahr? Ach, ich verstehe.
Okay. Okay. Okay, ich weiß nicht genau, wofür das jetzt war, aber okay. Danke, Dr. Xu. Du hörst mir zu, denn du bist Dr. Xu. Ich mach mal Ledergürtel und vergesse diesen Vorfall so schnell wie möglich. So, nee, das war das falsch? Ah, jetzt. Okay. Sag mal Ledergürtel. Aber im Handumdrehen gemacht. So, müssen wir noch. Ups, jetzt müssen wir noch schnell rausnehmen. So. Ja. Nee, hä? Habe ich den schon direkt bekommen, den Gürtel? Ich schon was falsch gemacht? So. Elektrolyse, was bedeutet das denn? Wo ist denn der in der Elektrolyse? Ist nicht hier dabei einfach? Gummi? Nee. Ich bin dann leicht verwirrt. Ich weiß nicht, wo ich denn suchen soll. Hier finde ich hier nicht. Hier vielleicht? Bei Accessoires eher? Ledergürtel. Ja, wieso wird da nicht hergestellt? Okay, aber. Ach, ich habe. Ah, ich habe kein hartes Aluminium drin, weil ich das gerade verstehe. Ich habe das harte Aluminium hier in meiner Tasche. So, jetzt müsste es gehen, hoffe ich. So, so ist das halt manchmal. Dann schmeiße ich hier mal den Rest noch ein bisschen rein. Oh, jetzt habe ich einen Tag reingetan. Das wollte ich eigentlich nicht. Okay. So. Ich muss das hier noch ein bisschen üben, glaube ich, alles. So, es müsste aber theoretisch doch der Gürtel auch fertig sein. Nee. Ich bin noch ein bisschen überfragt. Lass mal schreien. So. Jetzt holen. Jetzt kann ich mir holen. Aber jetzt habe ich nur einen. Ich wollte doch zwei. Jetzt habe ich wieder einen. Verstehe ich gerade nicht so ganz. Aber okay, cool. Jetzt habe ich ihn. Das war aber schwierig. Okay. Dann bringe ich das Ding mal schnell vorbei, dass ich möglichst viele Punkte kriege. So, alles klar. Das war's eigentlich auch schon, ne? Ich muss jetzt eigentlich wirklich einfach warten. Und warten. Und warten. Und warten. Hier habe ich auch nichts zu tun. Ich kann nochmal durchgucken, ob ich wieder von irgendwas Materialien brauche. Nicht schlecht. Hier ist dein Lohn. Danke. Oh yeah. Sonst haben wir, glaube ich, nicht wirklich viel, was wir tun können. Ich kann mal gucken, wie viel Geld habe ich jetzt inzwischen wieder zusammen. Ob sich wieder der Ausbau von irgendetwas lohnt, wie zum Beispiel von meinem Haus. Ich weiß gar nicht, kann ich mein Haus nochmal ausbauen? Bestimmt. Was brauche ich denn? Oh, da kann ich ja wirklich bald wieder was ausbauen mit so viel Geld. Über 100.000. Da läuft, denke ich mal, wieder was. In absehbarer Zeit. So rein finanziell gesehen natürlich. Dann bist du ja eigentlich mal fertig. Ah, dauert noch ein bisschen. Na gut. Wie sieht es hier aus? Geht es euch allen soweit hier auch gut, ihr Pflänzchen? Ich dünge mal ein bisschen. Oh, der Apfelbaum sieht mal wieder nicht gut aus. Der ist auch sehr anstrengend. So. Kartoffelfrucht. Die sieht ja aus wie ein Baum. Die Kartoffelfrucht. Aber okay. Gut. Dann lege ich mich jetzt einfach nochmal schlafen und hoffe, dass jetzt morgen was passiert. Schon endlich wieder in ein richtiges Dungeon mit mehreren Ebenen oder eine neue Ruine finden oder irgend so etwas. Das hätte mir sehr gut gefallen. Na, schauen wir mal. Was passiert? Was passiert? Was passiert? Aufstehen! Perfekt. Die Zugangsberechtigung für verlassene Ruine ist fast abgelaufen. Wüstenruine natürlich. Ja, das ist okay. Ich habe aber genug Geld, um sie zur Not wieder zu erweitern. Das soll jetzt kein großes Thema sein. So, gibt es noch irgendwas Besonderes? Irgendwas, was ich wissen muss? Oh.
Wieder eine Quest? Was ist das? Was ist da jetzt? Was ist das? Sollen wir da mal hingehen? Hm. Gucken wir gleich mal. Das ist ein bisschen komisch, dass ich jetzt immer so kleine Fragezeichen habe. Vermutlich wieder irgendeine Quest. Wahrscheinlich ist es wieder was von Dr. Xu. Ich weiß es nicht. Wir schauen einfach mal. Es scheint hier drin zu sein. Bei Sam vielleicht? Ich weiß es gerade nicht. Nee. Schön toll, dass er einfach mal ein ganz großes Bild von sich selbst in der Wand hängen hat. Richtig toll. Wer kennt das nicht? Ich kannte mal an, der hat ein Foto von sich selbst als Handy-Hintergrund. Einfach nur, nicht mal von sich in ihrem Freund oder von, keine Ahnung, einfach nur ein Foto von ihr. Das war ein bisschen merkwürdig. Ich mach das ja auch nicht sonderlich. Was ist das denn? Elektrizität, Gefahr, nicht berühren. Das ist aber schön. Was ist das hier für ein Fragezeichen, um das ich hier gerade tigere? Ah, da. Hi. Ich habe ein paar zusätzliche Rohstoffe ergattern können. Bitte nimm sie. Oh, danke. Gern geschehen. Es ist nicht leicht, jeden Tag mit all dem hinterherzukommen. Das habe ich gestern gefunden. Sie gehören dir. Ich gehe wieder an die Arbeit. Oh, noch ein Saphir. Das ist gut. Also, so Saphir, das ist... Bei einem Stein denke ich so, ja, niedlich, aber Saphir hilft mir wirklich weiter. Wenn ich das nur wüsste, wo mein Pferd ist. Pferd! Schnell, bevor Higgins schneller ist. Irgendwie so. Okay. Dann mal gucken, was ich heute mir für einen Auftrag schnabulieren kann. Ah, Higgins scheint noch nicht da zu sein. Perfekt. Oho. Schauen wir mal. Was gibt's denn hier? 1100. 1100. 200. Ah, einen riesigen Ballon. Haha. Kann ich mich auch gleich weiter bei Dr. Xu einschleimen. Das ist eine richtige Dr. Xu-Folge hier. Ich glaube, riesiger Ballon, das ist was, was ich eventuell an der Workstation machen muss. Das kann ich, glaube ich, nicht einfach so in meiner kleinen Station machen. Das muss schon an der Montagestation machen, denke ich. Vermute ich. Riesiger Ballon. Das war, glaube ich, wirklich für hier ein Kandidat. Das ist hier irgendwie. Ah, Förderband, Aluminium. Nee, war doch hier. War doch vor hier, was? Das ist natürlich super praktisch. Da, riesiger Ballon. Na dann. Das war's schon. Jetzt kann ich schon mal zu Dr. Xu gehen und das abgeben. Das ging ja einfach. Okay. Oh, und das ist wieder tot. Die ist wirklich frei. Es war kein Bug. Das ist aber nett. Gut, dann bedanke ich mich schon an dieser Stelle bei euch fürs Zusehen. Und sag einfach mal ciao und bis zum nächsten Mal. Wenn sie da heißt, ihr mir jetzt Let's Play My Time at Potion. Mein Stuhl knarzt schon vor Freude. Huch. Da. Ciao.